1939, der 3. September, mittags 12 Uhr. Seit 11 Uhr befindet sich Deutschland mit Großbritannien im Kriegszustand. Und vor wenigen Minuten ist an alle auf See befindlichen Einheiten der deutschen Kriegsmarine der Funkspruch ergangen: Beginn der Feindseligkeiten gegen England sofort. Ich bin's nur, Oma. Ich dachte, Alwine wäre schon zurück. Uff. Gott sei Dank hat mir's Frau Jensen noch nach Nachtschluss gegeben. Was denn? Na, die Gurken. Jetzt brauche ich nur noch die Wurst heiß zu machen. Du wolltest doch heute... Himmel, die Oma versteckt schon wieder alles. Da pass ich drauf auf, da pass ich drauf auf. Aber der Krieg dauert doch erst ein paar Tage, Oma, und ist gleich wieder aus. Viel zu viel zum Abendessen, viel zu viel. Der Friedrich ist wieder den ganzen Tag nicht nach Hause gekommen und der muss gleich wieder weg. Im vorigen Krieg haben uns die Engländer von allem abgeschnitten. Da haben wir gehungert, da haben wir gehungert. Komm, sei lieb, Oma, ja? Vielleicht Musik? Komm, lass das Radio aus. Ja? Oh! Könntest du mir den Karton und das Wachstuch holen? Es sieht nach Regen aus. Brüderleinchen? Guck mich mal an. Wenn ich den Karton und das Wachstuch bringe, darf ich dann das Radio anmachen? Du erfindest auch immer was Neues. Was spricht da der Goebbels? Da hast du deine Musik. Ach, den höre ich gern. Der hat sowas in der Stimme. Sag mal, wohin bringst du eigentlich immer das viele Brot? Leuten, die es nötig haben. So, ich muss noch mein Fahrrad flicken. Und komisch, vor kaum einer Woche, gleich am ersten Kriegstag, ist wieder ein amerikanisches Schiff torpediert worden. Nämlich die Athenia mit 1428 Männern, Frauen und Kindern an Bord. Nun gut, vielleicht ist die Athenia wirklich durch ein U-Boot versenkt worden. Mutti kommt gleich wieder, Bummerle, ja? Aber bestimmt kein deutsches. Wir haben kein Interesse daran, Amerika einen Grund zum Kriegseintritt zu liefern. Das hätte höchstens England. Der Kommandeur der deutschen U-Boote. Hallo? Ja, hier spricht Frau Prien. Könnten Sie mich vielleicht bitte mit dem Kommandeur verbinden? Danke. Haben Sie die Athenia versenkt? Die Antwort war jedes ja? Mal ein bitte seien Sie mir nicht böse. Nein. Es ist natürlich sehr ungehörig von mir, Sie persönlich und so spät noch... Ungehörig, Nivon? Nein. Ungewöhnlich vielleicht, aber doch nicht ungehörig.
Ich wünsche sogar, dass Sie mich anrufen, wenn Sie mit Ihren Sorgen allein nicht klarkommen. Das ist mir lieber, als wenn meine Kommandanten unsichere Frauen zu Hause vorfinden. Einverstanden? Goebbels Rede? Nee, für uns ist der Fall Athenia erledigt. Gefahr, ich verstehe Ihre Unruhe, es ist völlig unnötig. Also, ich habe gerade eine FT-Meldung Ihres Mannes vor mir. Es ist alles in Ordnung. Er befindet sich schon auf Heimatkurs. Da vorne! Da fährt's! Mann, wie machen Sie das bloß ohne Glas? Das weiß ich selber nicht. Wahrscheinlich habe ich Schmalzug, du, Herr Oberleutnant. In Kiel bei mir melden. Zur Entgegennahme der Flasche Steinheger, klar? Jawohl. Danke, Leute. Smoo W.O. mit Flüstertüte auf die Brücke. Smooth ablösen, der Wetter gewonnen hat. Also da fällt mir doch die Butter von der Bämme. Kriegt der Frikadellenklempner schon wieder Schnaps für umsonst. Wenn's mal mit Kochen nicht mehr geht, melden Sie sich bei Adolf als Sterngucker. Vielleicht sehen Sie sogar dem seine Vorsehung. Ja, ich hab ihn schon gefragt, aber er will mich nicht. Hier, Kaloi. Ach, nee. 2WO meldet sich mit Megafon auf Brücke zur Ablösung Smooth, der Wette gewonnen hat. Aha. Kommandant, Herr Kommandant, Frage, sind Sie auf Heimatkurs? Ja, und du bist ein Esel. Genehmigt. Warst du bei Kriegsausbruch auch auf See? Ich habe 2 Frachter und du? 3 Frachter! Hast du schon gefrühstückt? Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt! Melde mich schon mal an in Kiel! Geht klar! Gute Fahrt! Gute Fahrt! Bitte die Flüstertüte benutzen zu dürfen, Herr Kaloi. Der Kommandant da drüben ist mein Vetter. Drum! Zuhörer, Kommandant! Frage! Haben Sie die Athenia versenkt? Nein, das kann nur so einem Idioten wie dir passieren. Wenn ich noch einmal das Wort Athenia höre, dann platzt mir der Kragen. Wer Sie ersäufen wollte, Herr Raufuß, der müsste Ihre Schnauze extra ersäufen. Jawohl, Herr Kaloi. FT von U-47, Kapitänleutnant Prien. Einlaufe Kiel, erbitte Anweisung, wann Meldung bei BDU. Geben Sie zurück, unmittelbar nach Festmachen. Unmittelbar nach Festmachen, jawohl. Ich leg's da gleich mit vor. Kapitänleutnant Schopf ist gerade rein zur Meldung. Seien Sie froh, Mann, dass Sie nicht hier sitzen. Ich weiß wieder mal nicht, was ich zuerst anfangen soll. Goebbels Rede gehört neulich. Bravo, was? Wir und die Athenia versenken. Unerhört sowas. Was haben Sie? Ich habe die Athenia versenkt, Herr Kommodore. Bleiben Sie jetzt draußen, Blum. Sagen Sie das noch mal. Ich habe die Athenia versenkt. Melden Sie. Ich habe die Athenia für einen britischen Hilfskreuzer gehalten. Es war die Nacht der Kriegserklärung. Das ganze Verhalten des abgeblendet fahrenden Schiffes ließ darauf schließen. Und meine Funksprüche? Meine wiederholten Anfragen? Warum haben Sie nichts dergleichen zurückgemeldet? Die Bedenken über meinen Irrtum kamen mir erst später, als wir die Sache mit der Athenia im Bordradio hörten. In Anbetracht der bereits daraus entstandenen politischen Situation und einer möglichen britischen Entschlüsselung habe ich nicht mehr gewagt, einen Funkspruch abzusetzen. Ich stand allein am Seerohr und wollte die Entscheidung meiner vorgesetzten Dienststelle überlassen. Sind Sie ganz von Gott verlassen, Schopf? Blum! Flottillenchef und ersten Admiralstabsoffizier zu mir. Und eine Leitung nach Berlin dauernd für mich freihalten. Thank you.
nehmen und da nichts wie rein in die Werft mit der braven Tauchröhre. Jawohl, die sollen doch auch mal ihre Freude haben. Heute Landurlaub, morgen vielleicht schon Heimaturlaub, wenn der Kommodore nichts anderes befiehlt. Das Mut, wieder als Erster an Land? Jawohl, Herr Kalloy. Kombüse klar? Klingel sauer, Herr Kalloy. Aber nicht gleich aussaufen, ja? Aber wo wäre ich denn? Lange Haare und Schnaps werfen Mann lausig schnell um. Lange Haare und Schnaps werfen den Mann lausig schnell um. Ab. 1WO meldet sich ab, um nachzuschauen, ob sein junges Glück noch seiner hat. Aber zuerst lassen Sie sich die Matratze abnehmen. Hey, Herr Kalloy, der bleibt. Na schön. Wir führen den U-Boot-Krieg nach der internationalen Prisenordnung, Herr Kapitän Leutnant Schopf. Und die Suppe, die Sie auszulöffeln haben, ist verdammt salzig. Es könnte dazu kommen, dass ich Ihnen befehle, die betreffende Seite des Kriegstagebuches auszutauschen. Und dann ist dieser Befehl sofort auszuführen. Haben Sie mich verstanden? Ich habe gefragt, ob Sie mich verstanden haben. Bitte gehorsamst. Damit würde mir eine Urkundenfälschung befohlen werden. Die angekündigte Rede beginnt soeben, Herr Kommodore. Gehen Sie raus. Stellen Sie das Radio an. Das Radio? Ja, das Radio. Öffentliche Fragen an den ersten Lord der britischen Admiralität, Winston Churchill, zu richten. Woher wollen Sie wissen, Herr Churchill, dass der Torpedo eines deutschen Unterseebootes die Athenia traf? Zweitens. Wollen Sie wirklich leugnen, Herr Churchill, dass Sie selbst eine Zeitbombe im Rumpf der Athenia haben einbauen lassen? Ich wünsche nicht, dass Sie in Berlin plötzlich spurlos verschwinden. Klar? Jawohl. Lassen Sie sich jetzt draußen die Marschpapiere aufstellen. Die deutschen U-Boote wagen nur Passagierschiffe und Frachter anzugreifen. Dieser Flut von Schlagzeilen können wir nur mit einer Tat begegnen, die auf den Gegner überwältigend wirkt. Taktisch, moralisch und politisch. Aber das Unternehmen, das Herr Kommodore im Sinn haben, zu diesem von vornherein unmöglichen Unternehmen fehlt uns überdies der Mann. Den Mann, lieber Cordell. Den Mann haben wir. Bist du denn noch nicht fertig? Du willst doch nicht etwa schon wieder einen Kuss haben? Um Gottes Willen, nein, geben will ich dir einen. Himmel ist das was. Mindestens 50 Mal war der Mann schon da, bis er das glücklich weg hatte. Und jetzt fängt das wieder an. Aber das macht doch nichts. Ich habe solche Angst um dich gehabt. Ich habe dir doch vorhin schon gesagt, mir passiert nichts. Ich habe doch immer Glück. Nimm die Lütje. Aber Bummerle, das Leben war doch nicht zu weinen. Der Papi ist doch da. Na, an was hast du eben gedacht? Was ich mit dem Kerl, der die Athenia versenkt hat, machen würde, wenn ihr beide mit auf dem Schiff gewesen wärt. Komm, den Krieg lassen wir heute draußen. Jetzt trinken wir ganz gemütlich Kaffee miteinander. Prien? Tag, Blum. Zum Kommodore? Ja, in Ordnung. Jeder Hügel, jeder Fels um die Bucht ist mit Batterien aller Kaliber besetzt. In den 7 schmalen Einfahrten steht die reißende Ausgleichsströmung zwischen Nordsee und Atlantik. Der Gewalt dieser Strömungen sind die Maschinen unserer U-Boote nun über Wasser fahrt und auch dann nur zur Stunde des Stauwassers gewachsen. Hierzu kommen die Sicherheitsmaßnahmen vor und in den Einfahrten. Patrouillierende Wachboote mit Horch- und Peilgeräten in den engen Passagen. Hier, hier und hier. Versenkte Wracks und verankerte Sperrschiffe. Quer durch die Passagen gespannte eiserne Netze. Steht eine Fangtrosse, Verminung und so weiter. Demgegenüber haben wir die hier zusammengetragenen Unterlagen. Ad 1, Spezial- und Sonderkarten der Seekriegsleitung von Scapa Flow. Ad 2, die Meldungen unserer bis zur Stunde durchgeführten Eigenaufklärung durch Luftwaffe und U-Boote. Die Auswertung dieser Meldung ergibt, dass die Sperren in den Einfahrten fast genauso liegen wie im vorigen Krieg. Unsere beiden U-Boote, die damals den Einbruch versuchten, sind nie wiedergekehrt. Ad 3, Agentenmeldungen. Sie besagen übereinstimmend, dass am 1. Oktober, also vorgestern, hier in der östlichsten Einfahrt, dicht unter Land, auf etwa 60 Meter Breite, die verrosteten Netze entfernt worden sind. Unsere sofort eingesetzte Flugabklärung hat festgestellt, dass neuerdings an dieser Stelle Sperrschiffe verankert sind. Es ist also an dieser Stelle zwischen Land und Sperrschiff
vermutlich ein Loch in dem britischen Sperrsystem. Die gestern unter schwierigsten Einsatz geflogene Aufklärung zeigt ferner, dass ein Teil der britischen Flotte, Schlachtschiffe, Flugzeugträger und Kreuzer, zurzeit dort vor Anker liegt. Ich glaube, das ist wohl alles, Herr Kommodore. Lassen Sie uns allein, meine Herren. Seit Jahren kämpfe ich vergebens um eine Steigerung. Und jetzt eine verzweifelt schnelle Steigerung der Anzahl unserer U-Boote von 59 auf 100, 200, 500. Denn nur das, Breen, könnte uns eine echte Chance gegen die ungeheure Übermacht des Gegners geben. Uns Capra Flow könnte das endlich beweisen. Eins aber ist klar. Es kann nur ein Kommandant aus Capra Flow, der nicht nur schneit, sondern auch Ruhe und das Fingerspitzengefühl langer seemännischer Erfahrung hat. Äußern Sie sich. Als Kommandant habe ich zunächst an mein Boot und an meine Männer zu denken. Ich bitte gehorsamst um klaren Befehl. Nein, Breen, das befehle ich Ihnen nicht. Nehmen Sie sich doch die Unterlagen und rechnen Sie sich hier nebenan gründlich durch, ob Sie eine Chance sehen, nach Scapa Flow hinein und auch wieder herauszukommen. Jawohl, Herr Kommodore. Na, zufrieden mit der Marine? Aber die Leute... Wieso? Hier sieht uns doch kein Mensch. Du, hör mal. Da steht ein Lindenbaum. Das singt unser Prien immer am Seerohr. Und wenn es ganz mulmig wird, dann pfeift er nur noch so. Nee, ja nicht, aber daheim, meine Kleine. Die ist aber erst 5 Jahre. Da guckst du, gell? Du, weißt du, wie so ein U-Boot ist? Nein. Das schwimmt und schwimmt so auf dem Ozean. Plötzlich Alarm! Ihr könnt ja gar nicht mitschnagen in eurem großen Pott von Karl Prien. Aber wir in unserem kleinen Pott von Karl Schott. Hey! Na, lass dein Braun mal ein bisschen nachhein, ja? Oder du mal Spiegeleier bei Windstärke 12. Ach, was ist es schon, Mann? Habt ihr gar nicht gehabt, Windstärke 12. Musst du erst mal bei unserem Smoot in die Lehre kommen, bevor du das Prahlen anfangen kannst. Jetzt hältst du deine ungewaschene Schnute, oder? Wer sagt doch, Uschoff? Wir! Wir sind so gut, Prien! Wir! Hinein! Ja! Wetten, dass du bei Windstärke 12 keine Spiegeleier schmirgeln kannst? Kollege, wette nie mit mir, weil ich nämlich jede Wette garantiert gewinne. Die Bullen hier, die habe ich auch gewonnen. Aber ich darf sie nicht auslaufen. Befehl vom Kommandanten. Und warum? Warum darf ich die Bullen nicht aussaufen? Lange Haare und Schnaps legen den Mann lausig schnell um. Ja! Womit habe ich das verdient? Auf damit! Scheiß drauf! Auf damit! Hey! Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, die sind von meinem Dampfer. Komm, wir stellen uns darüber, sonst muss ich eingreifen und das möchte ich heute. Achtung! Unsere 1WO. Smoot von U47, der Wette gewonnen mit Kameraden auf Heimweg. Natürlich. Was hat Ihnen der Kommandant befohlen? Ja, er hat mir befohlen, dass ich Sie nicht gleich aussaufen soll. Na und?
Hätte ich auch nicht getan, wenn mir nicht der Kummer überfallen hätte. Der Kummer? Ja. Sie wissen doch, lange Haare und der Schnaps. Ja, wir legen den Schnaps mal lausig schnell um. Eben. Ihr weißt Bescheid. Hm? Na, dann aber mal schnell in die Klappe jetzt. Aber unverschämt. 3, 4. Hier wohnt er. Können wir den einladen? Klar. Ich frage ihn gleich auf der nächsten Fahrt. Was wird er denn da sagen? Mann wird er sagen, heiraten? Wie alt bist du denn im Ganzen? Du, und dann zeige ich ihm. Du, morgen gehst du gleich zu Fotolütchens und lässt dich abfotografieren. Mit Kleid oder Rock? Im Rock. Der geht doch schon gar nicht mehr ganz zu. Oh, lässt ihn halt hinten offen und machst eine Sicherheitsnadel rein. Und dann wird er sagen, ist dir das? Klar komm ich, Mann. Aber der hat ja noch Licht. Jetzt können wir ihn doch nicht mehr stören. Ich habe dir alles gesagt, weil ich weiß, dass niemals ein Wort davon über deine Lippen kommen wird. Und weil... Und weil? Ich habe die Unterlagen die ganze Nacht durchgerechnet. Ich glaube, dass es gelingen wird, hineinzukommen und die Torpedos anzubringen. Aber wenn dann die Bucht lebendig wird... Ich glaube nicht, Inge, dass wir wieder herauskommen werden. Nein, nicht so, Kind. Ich meine... Ich werde Befehl geben müssen, auszusteigen, das Boot zu sprengen und sich gefangen nehmen zu lassen. Bitte. Belüg mich nicht, Günther. Wann? Wenn mein Boot auf der Werft fertig ist. Ich wünschte, es würde nie, nie fertig. Brausebad, was? Was denn für ein Rätsel? Da, wo wir eigentlich hinschippern. Abfahrt. An 2WO. FT auf Welle BDU. Überschreite Position Clara. FT auf Welle BDU. Überschreite Position Clara. Verschlüsseln nach Schlüssel 4. Ich verschlüssele nach Schlüssel 4. Herr Leutnant! Ja. Der Abendschwarze. Danke. Höchstens Windstärke 9, Smooth. Er wird schon auf 12 aufrüsten und der Mike unverschämt Spiegeleier. Alarm! Alles klar? Ganz klar. Haben wir ihn noch? Alles klar. Bluten! Boot ist durchgependelt. Entlüftungen schließen. 5 ist zu. Entlüftungen sind zu. Boot steuert Zero-Tiefe. Schneidet runter. Höher raus. Fest. Britischer Frachter. Frage klar machen zum Angriff? Nein, kein Angriff. Zero ein. Auf 30 Meter gehen. Auf 30 Meter gehen. Nun brat mir einen Storch. Auf Fuß. Bootsteuer 30 Meter. Herr Kaloy? Und? Schnauze extra säufen, Herr Kaloy. Eben. Peilung Schraubengeräusche steht. Geräusche kommen näher. Sollte es möglich sein, dass Sie sich mal auf Ihren Dienst konzentrieren, dann ändern Sie den Text des FTs von Überschreiteposition Clara in Habeposition Clara überschritten. Habeposition Clara überschritten. Lassen Sie das Senden sofort mal auftauchen, wenn der Kahn oben verschwunden ist. Er hat Position Clara um 16.40 Uhr überschritten. Gesamtübersicht, bitte. Ad 1. Am 4. Oktober, also vor genau 8 Tagen, hat auch das letzte unserer U-Boote das Seegebiet vor den Orkney-Inseln verlassen. Seitdem dort keine Beunruhigung der Engländer mehr. Ad 2. Die FT-Verbindung mit Prien war einwandfrei. Seit heute, 16.40 Uhr, schweigt er, da die gegnerische Funkpeilung nicht mehr darauf aufmerksam werden darf, dass jetzt vor den Orkneys ein deutsches U-Boot überhaupt operiert. Es ist also anzunehmen, dass er die Orkneys morgen bei Tagesgrauen sichtet. Jawohl. Ad 3. Hier eine eben eingetroffene Meldung der Flugaufklärungsgruppe. Beobachtung geflogen heute 17.10 Uhr. Ergebnis? Es liegen zurzeit in der Bucht von Scapa Flow. Noch drin. Es liegen zurzeit dort vor Anker ein Flugzeugträger, 5 Schlachtschiffe und 10 Kreuzer.
Prien also morgen der Einbruch gelingt, dann hat er volle Weide. Guck mal bei mir rüber, Emil. Ganz hinten, siehst du was? Ja, ich sehe was. Land, Höhenzüge. Brücke am Kommandant. 3-Backbord, Land in Sicht. Frageposition? Gesichtetes Land sind die Orkney-Inseln. Hm. Wann geht die Sonne auf? In 37 Minuten. Kursänderung auf 90 Grad. Beide Maschinen große Fahrt voraus. Kursänderung auf 90 Grad. Beide Maschinen große Fahrt voraus. Melden Sie mir nach 15 Minuten. Nach 15 Minuten melden. Nach 12 Minuten 1WO wecken. Soll zu mir kommen. 1WO. Kommen Sie rein, Birkeneck. Lesen Sie mal. An U-47 ein Flugzeugträger, 5 Schlachtschiffe, 10 Kreuzer, Weidmannsheil, BDU. Ankern zur Zeit in der Bucht von Scapa Flow. Wir gehen heute Abend rein, Birkeneck. Wir laufen augenblicklich quer ab von den Orkneys auf See raus bis kurz vor Sonnenaufgang. 15 Minuten auf geradem Kurs vorbei. Wassertiefe hier? 40 Meter. Klar zum Tauchen? Klar zum Tauchen. Legen Sie das Boot auf Grund. Jawohl. Und dann alle Mann in den Bugraum. In Ordnung. Boot ist tauchklar. Danke. Auf Tauchstation. Beide Diesel stoppt, beide E-Maschinen. Floten. Beide Maschinen, große Fahrt voraus. Boot schneidet unter. 10. 15. 0 ein. Papenberg abstellen, 20. Boot durchpendeln. 25. Entlüftungen schließen. Boot ist durchgependelt, 30. Grundansteuer. 35. Beide Maschinen, stopp. Eine Tonne fluten. Außenbordverschlüsse sichern. Eine Tonne ist geflutet. Boot liegt auf Grund. Hm. Räume klar melden. Hector, Peterraum klar. E-Maschinenraum klar. Dieselraum klar. Bugraum klar. Kombüse ist auch klar. Zentrale klar, Boot liegt 38 Meter. Gut, alle Mann im Bugraum. Räuchgerät gleich besetzt. Na komm, Seemann, schlafen Sie ein. Auf die Klösen, hoch den Achter, Steven. Vorne sind lauter Meerjungfern. Dalli. Klar? Noch nicht gemeldet, aber klar. Los. Mensch, ich habe ein Gefühl in der Wampe, als ob ich ein Kind kriechen täte. Hast du viel gefressen, wa? Grüß dich, Bugraum, Achtung! 2 Offiziere, 6 Unteroffiziere und 27 Mann im Bugraum. Danke. Hört mal zu, Jungs. Wir gehen heute Abend nach Scapa Flow rein. Was ist das, Scapa Flow? Natürlich wisst ihr alle, was das bedeutet. Soll aber der Schreck einem von euch den Verstand gelähmt haben. Die Bucht von Scapa Flow ist der Hafen der englischen Kriegsflotte. Und es ankert dort gerade eine Masse schwerer Einheiten. Wir schleichen uns also rein und sehen, was wir machen können. Die Sache ist kein Blumenkorso. Aber sie ist möglich, weil jeder von euch seinen Kram aus dem FF versteht. Also, Nerven behalten, Jungs. Sollten wir nämlich hochfliegen, weil einer von euch auf seinem Posten durchdreht, dann trete ich demjenigen noch im Himmel ins Kreuz. Ist das klar? Jawohl. Wir bleiben den Tag über auf Grund liegen, damit wir nicht entdeckt werden. Alle legen sich in die Koje und versuchen zu schlafen, zum Kräfte sammeln. Auch die Herren Offiziere. Die nötigste Grundwache teilen Sie ein, Birkeneck. In Ordnung. Äußerste Ruhe im Boot, damit etwaige Wachboote oben uns nicht ins Horchgerät kriegen. Die Stiefel der Grundwache mit Lappen umwickeln. Horchgerät besetzt halten. Jawohl. So, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Strom sparen, also kein unnötiges Licht. Luft sparen, also kein überflüssiges Wort. Und alle durch Kali-Patronen atmen. Auch die Offiziere. Um 17 Uhr gibt es das letzte warme Essen, danach nur noch Schokolade. Smut? Jawohl. Was schlagen Sie vor? Kassler mit grünen Bohnen, Herr Kaloy. Einverstanden. Jawohl. Gut. Nach dem Essen Torpedos nochmal kontrollieren, damit wir keine Versager haben. Und lassen Sie Sprengpatronen anschlagen. Falls was schief geht, darf das Boot dem Tommy nicht in die Hände fallen. Klar? Klar, Herr Kaloy.
Alles klar im Boot. Ist sie das? Wie alt bist du denn im Ganzen? 19. Sieh mal an. Klar komme ich zu deiner Hochzeit. Den stoße ich schon andauernd an, weil er so inbrünstig schnarcht. Ich wette, das ist auch der Einzige, der nachher Kassler und grüne Bohnen futtert. Die Springpatronen müssen unbedingt hinhauen, Bergneck. Geht klar, aber vielleicht brauchen wir sie gar nicht. Für dich auch. Nicht. So. Hepp, 1-0. Ah, das ist Jutta Kaloy. Was denn? Na Mensch, wenn dir ein Kassler auf die Flurplatten runterknallt, dann ist doch jeder Fluch wirksam. Und heute haben wir noch Freitag, den 13. Na, wenn das nicht gut sein soll, dass ich das gerade noch aufgefangen habe, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Ja. Mann, ich denke, das ist stockfinstere Nacht. Das soll Neumond sein? Nordlicht, verdammte Scheiße. Gutes Büchsenlicht. E-Maschinen stopp, beide Diesel halbe Fahrt voraus. E-Maschinen stopp, beide Diesel halbe Fahrt voraus. Kursänderung 2 Dez Steuerbord. Genau Kurs halten, wir steuern einfach an. Kurs liegt an. Ich schwöre, das ist ein Schatten. Ich kann nichts erkennen. Ist doch ein Schatten. Runter mit dem Boot. Alarm! Klar bei Entlüftung. Fluten. Drück es auf. Eis auf. Boot steuert Zero Tiefe. Beide Maschinen, kleine Fahrt voraus. Beide Maschinen, kleine Fahrt voraus. Ja. Gut. Beide Maschinen, halbe Fahrt voraus. Beide Maschinen, halbe Fahrt voraus. Ah, da sind sie ja, die Schatten. Sperrschiffe. Zwei rücken schon ganz deutlich näher. Dahinter gestaffelt noch eins. Beide Maschinen äußerste Kraft voraus. Beide Maschinen äußerste Kraft voraus. Strömung schlägt uns quer. Backbord. Backbord. Hartbackbord. Hartbackbord. Beide halbe Fahrt. Beide halbe Fahrt. Gut so. Steuerbord. Steuerbord. Auf 10. Ja. Bei der AK voraus? Bei der AK voraus. Ja, Kinderchen, ja. Bei der halbe Fahrt? Bei der halbe Fahrt. Echt so? Beide Maschinen, kleine Fahrt voraus. Beide Maschinen, kleine Fahrt voraus. So. Und nun, Kinderchen, werden wir mal ein bisschen blind schippern. Zero ein. Genau im Kurs halten, Richard. Genau auf dem Strich bleiben, verstehst du? Jawohl, Herr Kaloy. Äußerste Ruhe im Boot. Maschinen stopp. Beide Maschinen stopp. Beide haben gestoppt. Wir hängen im Netz! Wir hängen! Beide Maschinen, kleine Fahrt. Beide gehen kleine Fahrt voraus.
Boot nimmt Fahrt auf. Boot steuert Kurs. Na also, Jungs. Nix Netz. Die Ankerdrosse. Seh mal aus. Vati sieht was. Ich sehe eine schöne, glatte und spiegelnde Bucht. Wir sind drin. Seh mal ein. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Klar, also auftauchen. 1-WO, 2-WO, Smooth-TV auf die Brücke. Boot ist klar zum Auftauchen. Anblasen. Wir sind ja drin, aber da scheint auch alles zu sein. Ein Flugzeugträger, 5 Schlachtschiffe und 10 Kreuzer. War's nicht so? Müssen vor einer Stunde ausgelaufen sein. Scheiße. Noch kommen wir wieder raus. Suchen. Vielleicht findet sich doch noch irgendwo was Lohnendes. Kursänderung 55 Grad. Kursänderung 55 Grad. Also Gott verdammt, ich möchte bloß einmal wissen, was da oben los ist. Das rieche ich doch mit meinem Schnorchel, dass in der Bucht kein Schwanz mehr drin ist. Neuer Kurs liegt an. Klar zum Überwasserangriff. Torpedofächer Rohr 1 bis 4. Mixer an Brücke, Fahrer Tiefe und Entfernung. 2 Meter Entfernung 700. 2 Meter Entfernung 700. 2 Meter Entfernung 700. Ein Schlachtschiff. Mann, Schlachtschiff. Das muss die Royal Oak sein. Und ich glaube, dahinter der Repulse. Los, Ziegelein aufsetzen. Ich führe das Boot heran und laufe auf Gegenkurs ab, sobald die Aale raus sind. Rohr 1 bis 4, klar zum Fächer. Wir greifen einen dicken Pott an. Rohr 1 bis 4, fertig. Rohr 1 bis 4, fertig. Beide Maschinen, große Fahrt voraus. 2 Dates, Steuerer. Neuer Kurs liegt an. Noch ein Dates. Neuer Kurs liegt an. Fächerrohr 1 bis 4, fertig. Fächerrohr 1 bis 4, fertig. Geschätzte Entfernung? 800 Meter. 750. Fächer? Los! Backbord. Blassen Bahn. Soweit beobachtet, schnurgerade. Frage Laufzeit. 15 Sekunden. Wir können doch nicht alle 4 toter Mann geworden sein. Beide Maschinen, stopp. Beide Maschinen, stopp. Kurs einer. Und nichts brennt. Klang auch verdammt leer. Anscheinend bloß die Ankerdrossel getroffen oder sonst was. Und die anderen 3 vorbei. Eine schöne Pleite. Melden uns nicht versrührt. Sektor 1 unverändert. Sektor 2 unverändert. Sektor 3 unverändert. Ich verstehe das nicht. Aber wer schläft, verliert. Kommandant an L.I., Frage, wie lange brauchen Sie zum Nachladen? 20 Minuten. 10 Minuten steht hier schon saftige Gegenströmung. Nachladen, Beeilung. An Torpedomixer. 2. Fächer Entfernung nur 300 Meter. 4 Meter Tiefe. Direkter Schuss. 2. Fächer Entfernung 300 Tiefe 4 Meter. Direkter Schuss. Entfernung 300 Tiefe 4. So, WO und Smooth im Austausch auf die Brücke. Rohr 2 klar. Verstanden. Beeilung! Ah!
Mensch! Leitenden Kommandant, Rohr 1 unklar. Dann schießen wir Dreierfächer, Rohr 2 bis 4. Dreierfächer, Rohr 2 bis 4. An alle Stellen, wir greifen an. Beide Maschinen, kleine Fahrt. Augen auf, Jungs. Fächer Rohr 2 bis 4 fertig. Rohr 2 bis 4 fertig. Bei der AK, ein D Steuerbord. Neuer Kurs liegt an. Frage geschätzte Entfernung. 380. 360. Fächerrohr 2 bis 4 fertig. Fächerrohr 2 bis 4 fertig. 340. Fächer. Das. Los. Mann. Und wie viel Einwohner hat England im Ganzen? Gehen Sie runter auf Ihren Platz, Raufuß. Achtung, die Trümmer kommen! Steuerbord 2, Scheinwerfer und Boote. Nackbord 8 aus, Scheinwerfer und Lichtsignal. Steuerbord 8 aus, Scheinwerfer und Leuchtkugeln. Richtung 200 Grad, Zerstörer Silhouette in Lage 0. Jetzt geht's los. Grad zum Tauchen? Nein, unter Wasser kommen wir gegen die Strömung nicht an. Komm nach vorne. Beide Diesel. Beide Diesel sind klar. E-Maschinen stopp. Beide Diesel äußerste Kraft voraus, Kurs ausfahren. Luft ist da, fahren! Los halten, auf Strömung achten. Jetzt nur raus. Immer wieder Ruhe, Richard. Landpeilung. Landpeilung steht. Boot macht keine Fahrt. Die Strömung ist schon zu stark. Wir kommen nicht vom Fleck. Richtung 200 Grad. Zerstörer mit Spitzerlage kommt näher. Der sieht uns, Herr Kaloy. Der muss uns sehen. Wir müssen darüber ganz dicht unter Land in den Schatten. Aber da sind auf der Karte Untiefen eingezeichnet, Stan. Jetzt weiß ich wenigstens, warum wir vorhin die Sprengpatronen angeschlagen haben. Zerstörer mit Spitzerlage nähert sich schnell. Frage Landpeilung. Peilung steht. Boot macht keine Fahrt. Die Maschinen zuschalten. Dreimal AK voraus. Die Maschinen zuschalten. Dreimal AK voraus. Eingekuppelt! Da fliegt das Boot doch auseinander! Steuerbord 15. Steuerbord 15. Frage Landpeilung. Peilung wandert aus. Boot macht hart voraus. Befreit. Dreht anscheinend ab. Er sieht uns nicht hier im Dunkeln. Achtung! Ob er uns gesehen hat? Er fährt weiter. Mitschiffs. Mitschiffs. Er stoppt. Backbord 10. Backbord 10. Jetzt meldet er uns. Mitschiffs. Mitschiffs. Ausguck. Zerstörer jetzt auf Gegenkurs. Da! Da vorne, da ist was! Rando, Klippen. Das sind die Untiefen. Herr Kaloy. Kurs eisern halten. Kurs liegt an. Mitschiffs. Mitschiffs. Hartbackbord. Hartbackbord. Mitschiffs. Mitschiffs. Backbord 10. Backbord 10. Die Diesel werden zu heiß. Hart unbedingt halten. Die tauchen daher. Landpeilung. Rot macht unverminderte Fahrt. Wir schaffen's.
Verständnis! Vorhalle der Reichskanzlei, dicht neben der Tür zum Jetzt kommt der Empfang, Friedrich. Unten am offenen Portal stehen die in Granit geweißelten. Ich erfahre, dass das aufregend war. Bis hinaus auf den Bürgersteig. Nun erscheint als erster Kapitänleutnant Prien, der Held von Scapa Flow. Mit einem strahlenden Lächeln kommt er nun die Treppe herauf. Dicht hinter ihm der. Jetzt gehen Sie rein zu ihm. Hör doch zu. Du siehst immer nur das, dieses äußere Glanzbild. Aber ich höre ein anderes Schreien, das der Gequälten und Entwürdigten. Und ich sehe die, die sich Tag und Nacht in Kellern verstecken müssen, damit man sie nicht einfängt wie Vieh, nur weil sie anderer Meinung sind oder einer anderen Rasse angehören. Aber das ist doch nicht wahr. Du weißt das nicht so, Alvine. Und vielleicht ist das ganz gut so. Ja, aber... Was glaubst du wohl, warum ich fast jede Nacht unterwegs bin? Und jetzt? Jetzt stehen sie dem Führer gegenüber. Hilfst du ihnen? Auge in Auge. Helfen! Die Männer nehmen Aufstellung. Ja und nein. Ein Einzelner kann da nur wenig tun. Aber bei so viel Elend ist schon ein bisschen Liebe Trost. Ich mach's aus. Der nun Kapitänleutnant Prien. Ich hab nur gedacht, es würde dich interessieren, was Prien für ein wichtiger Mann geworden ist, weil ihr doch zusammen auf die Schule gegangen seid. Na, wo bleibt er denn? Ach, es ist zu dumm. Er kommt und kommt einfach nicht nach Hause. 100.000 Briefe für den berühmten Herrn Gemahl. Ja, furchtbar. Von Anhimmelungen über Bitten bis zu nackten Betteleien. Herr Oberleutnant von Birkeneck mit Gemahlin? Gemahlin stimmt zwar nicht ganz, aber Handkuss. Und diese Verehrungsblümchen mit der Bitte, Ihnen Fräulein Halvine Kille ans Dankeschön. Herz legen zu dürfen. Ich freue mich wirklich sehr, Fräulein Kille. Herrn Ossels kennen Sie schon? Nein. Bis jetzt noch nicht. Ich bin nachträglich auch wirklich traurig darüber. Ich glaube ihm kein Wort, Alvine. Klar, Elli. Ja. Pünktlich wie die Marine. Hey. Nur Günther ist noch nicht da. Hier, ein paar Blümchen. Dankeschön. Herrn Raufuß, kennen Sie schon? Du hast ja wieder einen ganz schönen Dampf drauf heute. Du, Alvine. Ich habe Sie zu mir befohlen, um Ihnen mein Missfallen über Ihr Auftreten in Berlin auszusprechen. Und nicht, um mit Ihnen darüber zu debattieren. Ich darf bemerken, dass ich keinesfalls darüber debattieren, sondern meine dortige Situation erklären wollte. Sie hatten Befehl, nur der in- und ausländischen Presseauskunft zu geben. Niemand hat Sie beauftragt, unter Seite eines Herrn Dr. Goebbels, in einem Varieté-Propagandareden zu springen. Jawohl, Herr Kommodore, aber ich dass darf... Dass es raffiniert, organisiert war, sodass Sie einfach das Wort ergreifen mussten, kann ich mir denken. Aber dann hatten Sie nichts weiter zu äußern, als wir haben Glück gehabt und freuen uns, dass wir noch leben. Aus, denn Sie sind Soldat, Herr Kapitänleutnant Prien, nicht mehr und vor allem nicht weniger. Ist das klar? Jawohl, Herr Kommodore. Jetzt lassen Sie mich Ihnen mal was sagen, Prien. Sie sind plötzlich nicht mehr einer unter vielen, sondern der Kapitänleutnant Prien, der die Zeitung der ganzen Welt füllt. Man wird Sie von allen Seiten, Sie haben Sie gerade bemerkt, vor den eigenen Wagen spannen wollen. Und Sie, wenn Sie nicht ganz verdammt aufpassen, in ein Schlamassel hineinlavieren, aus dem schwerer wieder herauszukommen sein wird, als aus der Bucht von Scapa Flow. Haben wir uns verstanden? Jawohl, Herr Kommandeur. Übrigens, war verdient. Vielen Dank, gnädige Frau, vielen Dank. Oh, Verzeihung, ich sollte ja eigentlich nicht mit zu warten zum Chef reinkommen, aber ich dachte, Herr Kapitän... Hat meine Frau angerufen? Anrufen lassen, Herr Kapitän London, es warten schon alle. Gestatten mir, Herr Kapitän London, ein persönliches Anliegen. Ja? Wenn der Ausstoß der neuen U-Boote von den Werften beginnt, wird London Raufuß bald auf ein anderes Boot kommen. Ich bitte dann als Zweiter bei Herrn Kapitän London fahren zu dürfen. Das steht beim BDU. Jawohl, aber wenn Herr Kapitän London vielleicht auch selbst... Ich wollte Herrn Kapitän London nachher zu Hause nicht damit behelligen. Bei mir zu Hause? Die Frau hatte die Güte, mich einzuladen. Augenblick! Und ich werde selbstverständlich nicht verfehlen, sobald ich meine Ablösung vollzogen ist, was innerhalb weniger Minuten der Fall gewesen sein dürfte und ich mich umgekleidet habe. Sie haben ja eine fantastisch geölte Zunge. Können Sie meine Frau anrufen? Selbstverständlich, Herr Kapitän. Ich bin in 10 Minuten zu Hause. In 10 Minuten? Ich gehe jetzt hin. Ich stehe mit meiner Tasche dort drüben, Herr Kapitänleutnant. Ja, ist gut, ich komme. So,
wer sind Sie? Mensch. Der sanfte Killer aus der Penne, stimmt's? Wer hat dich denn hierher geschossen? Ich muss dich sprechen. Und deswegen ziehst du hier so ein Theater auf? Es eilt und wie anders hätte ich dich sonst einen Augenblick allein gehabt. Wohin fährt der Mann? Wohin du willst. Nur mal raus damit. Ich bin Pfarrer. Ja, das wolltest du ja damals schon werden. Und? Ich bitte um deine Hilfe. Was ist los? Erinnerst du dich an unseren netten alten Mathematiklehrer Mandelbaum, den wir Bäumchen nannten und der dir mit seiner 3 im Zeugnis durchs Abitur half? Ich versuche mich der Unglücklichen anzunehmen, die, wie er, hinter Stacheldraht und in Lagern zusammengefercht werden. Nur weil sie geboren wurden. Aber ich bin zu schwach. Ich bin allein zu schwach, um mehr zu bewirken als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ich... Hör zu, Kille. Du bist Pfarrer. Ich bin Soldat. Aus. Ich will mit solchen Sachen nichts zu tun haben. Er soll anhalten. Halten Sie an. Ich glaube nicht, Prien, dass man sich einer Bitte dieser Art so einfach verschließen darf. Ich habe dir schon einmal gesagt, ich bin Soldat. Dies ist Sache der Menschlichkeit. Ich sage nein. Gott hat dich herausgehoben aus der Menge. Ach, ob der liebe Gott oder das Glück, ein klein wenig habe ich wohl selber auch dazu beigetragen. Dann tu auch jetzt etwas. Ich sage... Halt! Seit 2 Wochen halte ich 11 Menschen verborgen. Ich schwöre, sie sind unschuldig. Sie müssen aus diesem Deutschland heraus, aber ich weiß nicht, wie ich es über die Grenze bringen soll. Du könntest helfen, ein Wort von dir, eine Bitte. Du hast hier Zutritt zu den höchsten Stellen. Das wäre in meinen Augen Verrat. Du könntest helfen, so hör doch! Wenn wir uns gelegentlich wiedersehen, werde ich mich freuen, mit dir über unsere Penne zu schwatzen. Aber fang dann bitte nicht wieder davon an. Meiner Diskretion kannst du sicher sein. Aber ich sage nein. Und jetzt habe ich leider keine Zeit mehr. Gute Nacht. Meinen Sie, dass beim Eintreffen von Herrn Kapitänleutnant ein paar würdige Sätze am Platze wären? Wenn Sie lebensmüde sind, ja. Sagen Sie mal, was haben Sie denn an Ihrer Oberlippe? Ich? Oh. Es gibt bestimmt einen blauen Fleck. Du bist ein Schatz. Das hast du großartig gemacht. Herr Schopf, hier ist das Schreiben. Das allerhöchste Handschreiben zur Verleihung des Ritterkreuzes. Sie haben sich sehr verändert seit Ihrem letzten Besuch, Herr Schopp. Oh nein. Es muss ein Irrtum sein. Warum die wohl leben? Ein einziger Torpedo in finsterer Nacht und... Morgen danach fanden wir eine total erschöpfte Seeschwalbe auf unserem überspülten Deck. Halb umgebracht haben sich meine Leute, um dieses kleine Leben zu retten. Gnädige Frau... Ja, was ist? Ich wollte Ihnen nur sagen, der Herr Kapitänleutnant ist angekommen. Na, endlich! Im Schlafzimmer. Endlich, Günther! Mein Gott, hat es ewig gedauert. Erst in Berlin und dann noch zum BDU. Ich habe gedacht, du hast mich ganz vergessen. Ich und dich vergessen. Ist was passiert? Aber woher denn? Aber nun klar zum Kragenwechsel. Die warten schon alle ungeduldig auf dich. Aber du, die schicken wir ganz früh nach Hause und dann musst du mir alles haarklein erzählen, ja? Also, beeil dich. Die falsche Tür, das ist mein Schlafzimmer. Hat er mit Ihnen gesprochen? Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Kille, ich heiße Alwine Kille. Bin die Schwester von... Vom Pfarrer Kille? Ja, Sie waren doch Schulkameraden. Hat er mit Ihnen gesprochen? Ja, aber ich habe Nein gesagt. Sie haben Nein gesagt? Bitte machen Sie keinen Lärm, mein Kind schläft. Können Sie ihm denn nicht helfen? Ich habe Sie doch gebeten, keinen Lärm zu machen. Aber Sie sind doch jetzt ein so berühmter Mann. Ja, das mag sein, aber ich will nicht. Und jetzt darf ich Sie wohl wieder zu den Gästen. Sie wollen nicht? Und dabei habe ich von Ihrem Oberleutnant gehört, was für ein prima Kerl Sie wären. Und hat mein Bruder gedacht, wenn so ein prima Kerl alle Nase lang 2000 Menschen in die Luft jagen muss, wird er froh sein, wenn er mal welche retten kann. Aber Sie sind ja gar kein prima Kerl. Sie sind ja bloß ein... Licht aus! Genug von dir. Thank you.
die Diesel stampfen, die See geht schwer. So klein ist das Boot und so groß ist das Meer. Da kommt es auf jedes Jägerbäckchen an. Funkerlei bis zum letzten Mann. Funkerlei bis zum letzten Mann. Was, Herr Kaloy? Den besten Töter die höchsten Ehren. Ausblasen mit Diesel, beide Diesel. Nach Überlebenden suchen. Das Schiff hat bis zuletzt gefunkt. Die Brummer werden gleich da sein. Wir suchen, solange es möglich ist. Da schwimmt was! Drei Mann im Austausch auf die Brücke. Los, wisch die raus da unten. Da drüben ist noch einer. Achtung! Schneller da unten! Rauf mit den Leuten! Flugzeuge, Herr Kaloy! Wo? Ich höre Sie bloß, Herr Kaloy! Dann melden Sie Flugzeuggeräusche, Sie Idiot! Wir hätten German Refugees an Bord! Er sagt, auf dem Schiff waren auch deutsche Flüchtlinge drauf. Wo bin ich? Hab dich eben da rausgefischt. Alles in Butter. Wo bin ich? Auf einem deutschen U-Boot. Aber das war doch ein englischer Kahn. Wieso sprichst du so gut Deutsch? Ein deutsches U-Boot! Hey! Fritz, komm her, der spielt verrückt! Lass mich los! Sei doch vernünftig! Ich will nicht! Nein, nein! Lass mich los! Auf ich will nicht mehr ins KZ! Nicht ins KZ! Halt ihr fest. Mörder! Mörder! Juden! Auf 80 Meter gehen. Vorne hart, unten, hinten, unten 10. 5. 10, 15, beide Ruder Mitte. 20, 25, linken Tiefenmesser abstellen, 30, 35, 40. Ob das wahr ist, was der Mann gesagt hat? Zusammen, Junge. Waren das denn wir? Waren wir das? Oh. Pass mal auf, Junge. Du gehst jetzt runter ins Boot, lässt dir einen Schnaps geben und legst dich einen Augenblick auf deine Koje. Abgemacht. Ein Mann im Austausch auf die Brücke. Beruhige dich, Jörg. Ich kann nicht verstehen. Ich koche dann auch was Schönes. Ob das wahr ist? Ob das wahr ist? Sieh doch zusammen, Junge. Matrose Christiansen bittet Fragen zu dumm, ob das wahr ist mit dem KZ? Non, non, merci. Einschenken tun wir selber. Was, Birkenek? Zwei glänzend, Herr Kaloy. Si, vous voulez. Kommt einem erst mal wieder komisch vor, was? Wie bist du denn gerade auf dieses Lokal verfallen? Ja.
Eine Tante von mir konnte nicht umhin, einen Fürsten zu heiraten. Ein Russe. Ja, und dann haben sie eben hier in Paris diese Kneipe aufgemacht. Wie heißt das Lokal? Dernier Rivage. Letztes Ufer. Tja, Birkeneck. Thomas, lieber Junge, wie geht es dir? Wen hast du da mitgebracht? Ist es dein Freund? Ja, das ist Kapitänleutnant Prien. Du kriegst unter Garantie auch einen Kuss. Natürlich kriegt er auch einen. Ach, Kinder, was mich freut, dass ihr da seid. Ja, ne? Wir uns auch, Tantchen. Ist dieser Mensch jung genug, dass er mir Tantchen sagen darf? Oh, ja. Natürlich darf er das. Warum sollen die Menschen nicht tun, was sie glücklich macht? Das verstehe ich nicht. Du siehst blendend aus. Und außerdem bist du die liebenswerteste Frau dieses Jahrhunderts. Das war ich auch schon im vorigen Jahrhundert. Na, schade, dass du es im nächsten nicht auch noch sein kannst. Komm, den Platz. Das kann ich doch nicht. Da drüben sitzt einer, der hat zu viel getrunken, weint, hat Weltschmerz, der arme Junge. Jetzt kriegt er auch seinen Kuss von ihr und dann ist für den alles wieder gut. Sie ist ein prachtvoller Mensch. Sag mal, der Bruder von deiner Verlobten. Der Pfarrer? Ja. Kennst du ihn näher? Einigermaßen schon. Er soll ja mal mein Schwager werden. Und denkst du auch so wie er? Ich bin Soldat. Das habe ich ihm auch einmal gesagt. Aber allmählich glaube ich, Soldat allein genügt nicht. Herr Kaloy? Komm rein, Birkeneck. Boot liegt auf 160 Meter. Danke. Na, wo ist denn meine Mütze? Die haben so einen Moment geklaut. Leg doch mal eine richtige Platte auf, Mensch. Tja, Birkeneck. Allzu oft werden wir wohl nicht mehr miteinander fahren. Nein, nein, nein. Noch hängt die Hose ja nicht am Kronleuchter. Nee. Aber du warst jetzt lange genug Erster. Du wirst ein sehr guter Kommandant sein. Kommt immer drauf an, bei wem man gelernt hat. Der Raufuß macht sich ja ganz gut als Erster bei Kaloy Schopf. Aber der Blum, schlechter Ersatz für dich. Am fernen Ort. Was sie sagen, deute ich ja so gerne, als ihr liebe, zärtliches Losungswort. Schöne Du, von meiner Jüngsten. Lieb, immer. Achtung! Weitermachen. Für den Flur bei Ihnen zu Hause, Herr Kaloy. Ich danke euch, Jungs. Aber meine Mütze entreiße ich euch jetzt wieder. Aha. Ausgezupftes Tauwerk. Die Nadeln hat er schon verloren bei dem Mief hier unten. Wir bleiben eine halbe Stunde hier unten liegen. Sollte währenddessen oben einer vorbeikutschieren, so lassen wir mal laufen. Weil Weihnachten ist. Ach nee, Herr Kaloy. Uns fehlen doch noch 8000 Tonnen auf dieser Fahrt. Wir lassen ihn laufen, verstanden? Was sehen bitte? Zurück! Na, Smutti, was haben Sie denn Schönes gezaubert? Berliner Pfannkuchen. Na, davon bringen Sie mir nachher mal zwei Stück, klar? Jawohl, Herr Kaloy. Und dass Sie mir euren Weihnachtsschluck ja auf was Würdiges trinkt. Jawohl, Herr Kaloy. So, jetzt erstmal für jeden zwei Stück. Halt, jetzt kriegt der Jörg was. Jörg, wo bist du? Hier. Komm her. Ja. Los, hol deinen Teller. So, du kannst aber gleich vier Stück nehmen, weil du noch zu weich in die Knie bist. Von der Geburt deines Sprösslings her. Dann haben wir ja gleich was, worauf wir trinken können. Ja. Prost! Prost! Nee, Kameraden, das trinken wir auf das Wohl meiner Christina. Ja! Prost! Prost! Dann nochmal! Prost! Prost! Ihr haltet doch bloß bei eurer Gusche, Leute! Hört lieber auf das schöne Lied, was gerade spielt. So, ihr kleinen Pussymäuse, nehmt doch mal die dürsten Sachen hier runter. Lecker, wa? Zerstörerschrauben, Peilung steht, Geräusch nähert sich. Äußerste Ruhe im Boot. Der Krieg zerstört tatsächlich jedes Kulturleben. Unter anderem.
Weitere Meldungen durch Kette. Jetzt hau ich da. Weg. Aber die konnten noch mit Peilschreiben bis jetzt nicht so tief runter. Birkeneck. Herr Kaloy. Was ist bei uns üblich? Wenn äußerste Ruhe im Boot befohlen ist, hat selbst das Klappern mit den Augendeckeln aufzuhören. Ja, aber ich wollte doch nur... In neuer Situation äußert sich der Kommandant zuerst. Schraubengeräusche aus alter Peilung. Peilung steht, Geräusche kommen näher. Auf Gefechtsstationen, Boot vom Grund lösen. Strom sparen. Auf Gefechtsstationen. 2 Tonnen Lenzen. Boot löst sich vom Grund. Deine Maschinen, kleiner Fahrt. Rechts zur Steuer. 260 Grad. 155. 150. 145. 140. Fahre Peilung. Schraubengeräusche nähern sich schnell. Erste Ladung Weihnachtsgeschenke. Können jetzt wohl so tief peilen, aber noch nicht genau genug orten. Auf 120 Meter einsteuern. Auf 120 Meter einsteuern. Schraubengeräusche aus. Schleichfahrt. Schraubengeräusche nähern sich schnell. Neue Geräusche an Steuerbord und Backbord. Die kreisen uns ein. Deine Maschinen äußerste Kraft voraus. Wassertiefe 300 Meter. Zerstörerschrauben 79 Grad näher kommt. Weitere Zerstörerschrauben 27 Grad näher kommt. Zerstörer ortet. Schleichfahrt. Schleichfahrt. Äußerste Ruhe im Boot. Maschinen reagieren nicht. Maschinen, stopp! Stopp die Maschinen! Losflug, sehen Sie nach, was hinten los ist. Einwandzentrale Heckraum. Ja, 50 Meter nach vorn drinnen. Notbeleuchtung an! Ausgelaufen. Anblasen überall. Sehen Sie nach, was los ist. Wir müssen sofort auftauchen und durchlüften. Los, Beeilung. Ich mach das Schott dicht. Aber oben sind doch die Zerstörer. Die knallen uns doch ab. Drehen Sie nicht durch, Mann. Gehen Sie auf Ihrem Posten. Brückenwache klar halten. Fest anblasen. Mein Doppelglas. Wenn wir hier nicht rauskommen, Ihre verdammte Kaltschnäuzigkeit. Wenn wir hier nicht sofort rauskommen, dann melde ich dem Admiral, dass Sie... Gehen mit mir auf die Brücke, klar. Frage Horchpeilung. Führer haben gestoppt. Geschätzte Entfernung 800 Meter. Jetzt, Richard, macht dein Meisterstück. Er ist ohnmächtig. Ich habe ihm die Schlagader abgewonnen. Boot steigt. 30 Meter. 25 Meter. 20. 15. 10. Boot ist raus. Wir sind da drin. Mittendrin. Da. Der rammt uns doch! Ah! Hand über Bord! Haarschwein auf Bord! Auf Gegenkurs gehen! Da! Da ist er! Oh. Da! Ich sehe ihn! Herr Fluch, was ist denn mit der Maschine los? Nimm eilig die Feuerzeug! Thank you.
Runter mit ihm! Beeilung, Beeilung! Und wir räumen! Los, runter mit euch, schneller! Seitdem ist die Wirksamkeit der Wasserbomben enorm gestiegen. Ebenso die gegnerische Peilung und Ortung. Sie arbeiten präzise auch von Flugzeugen aus, auf enorme Entfernungen bis hinunter in unerhörteste Wassertiefen. Von unserer Luftwaffe nie was zu sehen. Immer hängen wir Mutterseelen allein an einem um das Vielfache überlebenden Gegner. Ich habe auf der Fahrt von Lorient hierher nach Paris mit Kapitän Leutnant Siebert gesprochen. Es ist auf allen Booten dasselbe. Meine Männer leisten Übermenschliches. Auch das ist auf allen Booten dasselbe. Jawohl, Herr Admiral, aber ich bitte gehorsam... Fahren Sie morgen erst mal eine Woche auf Urlaub. Diese Dinge sind keine Fragen des Urlaubs, Herr Admiral. Es handelt sich nicht um uns. Sie wollen sagen, eine Führung, die bloß immer eine Handvoll Männer gegen eine Million Feinde schickt, darf sich nicht wundern, wenn sie den Krieg verliert. Stimmt's? Jawohl, sag mir mal. Tränen. Um diesen Halbgöttern in Berlin die Augen zu öffnen, musste erst Kapaflow kommen. Aber das war eben zu spät. In dem Jahr seither kehrten genau 26 Boote nicht mehr heim. Und genau 26 Boote sind neu hinzugekommen. Also haben wir immer noch nicht mehr als nur 58 Boote. Aber diese Handvoll Boote, ihr paar Männer, ihr habt die gesamte gegnerische Kampfkraft auf den Meeren gebunden. Und jetzt sind unsere Werften endgültig eingerichtet und der Ausstoß von neuen Booten wird sich rapide steigern. Und dann werdet ihr nicht mehr allein sein. Nerven behalten, Prien. Durchstehen. Nein, nein, nein. Du bist doch nicht auf Urlaub gekommen, um immer nur Nein zu mir zu sagen. Aber das habe ich doch gar nicht, Inge. Ich habe dir im Gegenteil ununterbrochen darüber Vorträge gehalten, wie sehr ja, es mir... Ja, geredet hast du, geredet und geredet. Hier ist der Brief vom BDU aus Paris, in dem man dir in der Heimat die Schulung der neuen Bootsbesatzungen anbietet. Und du? Du redest und redest und redest. Aber du drehst dich doch im Kreis, Kind. Ingeborg, komm, dreh dich doch um. Bitte. Schau, das macht doch nichts, wenn wir uns mal ein bisschen in die Haare kriegen. Bitte. Was ist der Ruhe? Wo ist meine Mütze? Günther! Sie peilen! Du bist doch zu Hause. Bei mir bist du. Bei mir. Ach so. Ach so. Entschuldige. Nein, jetzt hör mich erst einmal an. Du musst die Schulung übernehmen. Du hast doch das Deine getan, bis zum Äußersten deiner Kräfte. Das ist die plötzliche Ruhe, Kind. Da klappt man erst mal ein bisschen zusammen. Darüber wissen wir hier zu Hause allmählich auch ein bisschen Bescheid. Ja. Aber nicht, wie sehr es bei uns U-Boot-Fahrern darauf ankommt, noch eine Weile durchzustehen. Ach, Günther, du denkst nur an deine Leute, deine Kameraden. Ja. Wir bekommen ein Kind. Bitte mach, dass ich nicht wünschen muss. Eine Bombe soll uns jetzt treffen. Bitte mach, dass ich das nicht wünschen muss. Bitte mach das. Das muss ja gefeiert werden. Ja.
Morgen um 8.15 Uhr melde ich mich beim BDU. Und ich werde Ihnen sagen, dass ich die Schulung in der Heimat übernehmen werde. Ach, da wird sich doch Ihre Frau. Sie sind doch verheiratet. Ja, aber sie weiß davon noch gar nichts. Ich habe mich erst auf der Fahrt hierher dazu entschlossen. Ach, da wird doch Ihre Frau glücklich sein, dass der Scheußlich-Krieg vorbei ist für Sie und auch für die anderen. Und die Frauen ihrer Leute oder ihre Besatzung, wie sagt man das? Oder fahren Ihre Männer weiter? Sie wollen also die Schulung nicht übernehmen? Nein, Herr Admiral. Ich bitte gehorsamst, weiterfahren zu dürfen. Ihre Gründe? Ich möchte meine Männer nicht im Stich lassen. Ich überlege mir ernstlich, ob ich Ihnen die Schulung nicht einfach befehlen soll. Schopf hat auch abgelehnt. Wissen Sie das? Nein, Herr Admiral. Seit 4 Tagen haben wir keinen Funkspruch mehr von seinem Boot. Seit 4 Tagen? Jawohl, seit 4 Tagen. Wer sollte meine neuen Leute ausbilden, wenn Ihr Vater den alten Hasen immer ablehnt? Ich bitte gehorsamst, Kapitän Roland Lüttecke vorschlagen zu dürfen. Prinz, Sie sind doch ein verdammter Dickkopf. Die Werft hat Ihr Boot klar gemeldet. Danke, Herr Admiral. Ich melde Sie gleich dem Admiral. Günther. Thomas. Was machst du denn hier? Gratuliere noch zu deinem eigenen Boot. Danke. Wann läufst du denn aus? Übermorgen. Gott sei Dank. Ist was mit dir? Sie haben Alvines Bruder geschnappt, dem Pfarrer. Ausgerechnet hier in Paris. Er hat da so Leuten zur Flucht verholfen und jetzt wollen sie ihn morgen umlegen. Hast du den denn nicht erkannt? Was hast du erkannt? Das war doch der Brien, der sogenannte Stier von Scapa Flow. Ah, deswegen hat er so viel da oben. Ja, klar, was denn? Denkst du, der Chef lässt ihn sonst rein? Um die Zeit. Ich lasse mich sonst nie aus der Zeit sprechen, aber Ihr Name, Herr Kamerad, öffnet natürlich jede Türe. Womit kann ich also dienen? Das wissen Sie doch. Oder habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt am Telefon? Ach, natürlich, jetzt fällt es mir wieder ein. Und damit hat sich auch gleich wieder das Gefühl einer kleinen Verwunderung eingestellt. Sie interessieren sich für diesen Pfarrer? Kille, was ist mit dem Mann? Ein ganz klarer Fall. Der ist erledigt. Wann? Sobald ich unterschreibe. Sind Sie in dieser Richtung selbstständig? Meine Vollmacht reicht verhältnismäßig weit. Ich laufe morgen früh wieder aus. Können Sie Ihre Unterschrift erst nach meiner Rückkehr leisten? Das ließe sich machen. Aber darf ich fragen, warum Sie der Mann so interessiert? Er ist mein Freund. Schon von früher her oder seit letzter Zeit? Seit letzter Zeit. Wollen Sie ihn sprechen? Ja. Führen Sie den Herrn Kapitänleutnant Prien zu dem Pfarrer Kille. Jawohl. Bitte, Herr Kamerad. »264, Kohlhans spricht. Sorgen Sie dafür, dass Kapitänleutnant Prien mit dem Pfarrer allein gelassen wird. Ich habe gesagt, er soll mit dem Pfarrer allein gelassen werden. Schalten Sie die Abhörvorrichtung ein, halten Sie jedes Wort fest und legen Sie einen Akt Prien an.« Mach dir keine Sorgen, Friedrich. Ich habe Aufschub erwirkt und ich hol dich heraus hier. War's schon so weit? Ja. Aber verlass dich jetzt auf mich. Scapa Flow ist noch nicht vergessen. Und das gilt noch immer, was du mir damals selbst gesagt hast. Man kann mich nicht einfach abweisen. Niemand. Und ich will dich retten. Warum? Ich habe es einfach nicht glauben wollen, aber jetzt will ich die Wahrheit wissen. Als Soldat habe ich meine Pflicht getan und werde sie auch weiterhin tun.
Aber nicht dafür, dass man uns Mörder ins Gesicht schreien darf. Morgen früh laufe ich wieder aus. Aber wenn ich zurückkomme, glaube mir, dann werde ich mit dem hier versuchen, gut zu machen, was ich gut machen kann. Ich muss jetzt gehen. Verlass dich auf mich. Günther. Kehr glücklich heim. Ich wünsche es dir. Von Kapitän Leutnant Prien, Herr Admiral. Lesen Sie vor. Aus gemeldetem Geleit, drei Frachter mit zusammen 16.000 Bruttoregistertonnen versenkt. Torpedos verschossen. Liege mit Nachzügler im Überwassergefecht, mit Botka. Bemerkung des aufnehmenden Funkmattes. Zeichen verstummt. Bleibe weiter auf Welle. Heavy still more! No, sir, that's all! Arriving. Tell me when to come. Hi on there. Fuck. Ah, Tell me again. I'm over here. Hurry up. There's somebody who can come help me. Damn it. There's another bloody hole. Take it easy. Wenn ich nicht hätte zerschossen ihr Boot, sie hätten zerschossen meins. Ich habe verloren 12 Men. Meine Männer, alle tot. Es ist zu kalt, das Wasser. Wir konnten nur aufwischen Sie und den da. Hau ab, Tommy, hau ab! Ist gut. Akaloi, bloß ich und Sie. Wir sind die Einzigen. Die Einzigen. Dort ist es, Akaloi. Was? Ein Seerohr. Wenn es ein Tommy ist, ist es gut, aber wenn es einer von uns an ist. Alarm! Alarm! Das ist die Ruhe, Boot. So ist der Krieg, falls du es noch nicht kapiert haben solltest. Nichts verschwunden. Da drüben schwimmt was. Gehen Sie runter und sehen Sie nach, was das ist. Thank you.
Unsere U-Boote versenkten in zäher Schlacht um einen Geleitzug insgesamt 64.000 Bruttoregistertonnen. Die von Kapitänleutnant von Birkeneck, Kapitänleutnant Prien und Oberleutnant Raufuß geführten Unterseeboote sind von ihrer letzten Fahrt gegen den Feind nicht zurückgekehrt. Mit dem Verlust dieser Boote muss gerechnet werden. Soweit der Wehrmachtbericht.